9. April, ich möchte zuerst den Leserbrief lesen, den Gerd Hülser, der Fachinspektor für den höheren Schulbereich, geschrieben hat und der heute in der Kleinen Zeitung erschienen ist. Bonhoeffers Todestag. Vor 77 Jahren, am 9. April 1945, wurde der große evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer von den Nazischergen erhängt. Gleich zu Beginn der Machtergreifung Adolf Hitlers warnte er in einer Radiosendung davor, dass der Führer zum Verführer werden könnte. Nach diesen Worten wurde die Rundfunkübertragung abgebrochen. Zu den Gräueltaten der Nationalsozialisten formulierte Bonhoeffer die drei Möglichkeiten kirchlichen Handelns dem Staat gegenüber. Erstens die Verantwortlichmachung des Staates. Zweitens der Dienst an den Opfern. Drittens dem Rat selbst in die Speichen fallen, also unmittelbar politisches Handeln der Kirche. Zum Tyrannenmord äußerte sich Bonhoeffer dahingehend, dass Kirche auch bereit sein müsse, Schuld auf sich zu nehmen, um schlimmere Schuld zu vermeiden. Auch der mache sich schuldig, der dem Treiben des Tyrannen nichts entgegensetzt. Und die Losung für heute, 9. April. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Aus Psalm 97. Und aus Römer 14, der 17. Vers. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.